Hi Leute, willkommen bei Hegel der Welt. Hier ist wieder euer Hegel. Freut mich, dass ihr wieder da seid. Oder nun. Auch zum ersten Mal, das ist egal. Ihr seid alle herzlich willkommen. Wie ihr vielleicht in der letzten Folge mitgekriegt habt, da hat die Hegelin ja ein bisschen gemacht und getan. Eigentlich wollten wir gestern Abend noch mehrere Folgen aufnehmen, aber das ging leider nicht, weil wir hatten Stromausfall. Weil irgendein Kabel haben die wohl ausgewechselt oder sonst irgendwas. Keine Ahnung. Dann hatten wir 3 Stunden später wieder Strom. Und naja, dann hat sich die Linie noch angesetzt, hat zwar keine Aufnahme mehr gemacht, aber das ist ja nicht schlimm. So mal, auch mal. Mein Kanal, ja, das ist meins. So, musste sie natürlich erstmal ein bisschen verschönern alles, ne? Die Schrau hier. Werkzeug geordnet, ne? Geordnet, Werkzeug. In der Unordnung ist die Ordnung. Ne? Neue Küche. Ne? Fliesenlegen kann ich noch nicht. Hier ist noch Heizung. Dann neuer Spiegel. Der alte kaputte ist weg. Ein paar Bilder hier, eine Katze, oh, wie richtig schön da. So, jetzt gucken wir mal, was wir als nächsten Auftrag kriegen. Und ganz nebenbei noch, ich werde das so machen, auch wenn es mitten im Auftrag drin ist. Ich werde aufpassen, dass die Aufnahmen nicht über 20, 25 Minuten gehen. Ich werde unten auf die Uhr gucken. Ich habe eine Uhr. Ihr glaubt es nicht. Aber ich habe eine. Und ich werde gucken, dass die da nicht über 20, 25 Minuten gehen. Dass es auch nicht zu lange für euch wird, weil ich denke mal, das sind die, die wir beendet haben. Das wird dann auch zu lange für euch. Weil wenn man dann morgens mal eben schnell gucken möchte und man hat da so ein 40 Minuten Video, ist ja auch doof. Kann man besser die Videos aufteilen in mehrere Parts. Und, ich werde die Videos, werde ich dann zum Beispiel Part 3 Teil 1 nennen und dann Part 3 Teil 2. So ungefähr. Nur dass ihr dann Bescheid wisst, aha, da geht's dann weiter. Ja, ansonsten hoffe ich, hat es euch mir und Hegelinchen bis jetzt gut gefallen. Nein, ja, Entschuldigung, der Bauer kommt zuletzt mit Hegelinchen und mir. Wir geben uns große Mühe. Und vor allen Dingen Hegelinchen wollte erst gar nicht am Anfang. Ich habe das ja nur so aus Fun gemacht. Aber ich habe das Gefühl, dass ich mittlerweile hier öfter und mehr dran will als ich. Aber naja. Okay. Nun gut, gucken wir mal, was wir hier haben. So, betreff notwendiges zweites Bad. Was? Eduard untreu, ja auch nicht schön. Guten Tag, ich habe ein großes Haus gekauft. Noch ein zweites Bad ist dringend angebracht. Ich habe da das aber erst nach einer Woche gemerkt und weiß, dass ich länger nicht aushalte, Entschuldigung. An der Küche ist ein Raum, der sich dafür ideal eignet. Da müssen sogar alle Anschlüsse sein. Ach ja, die Wände in den Schlafzimmern müssen auch gestrichen werden. Ja, das heißt, zum Beispiel solche Sachen wie Streichen, ihr wisst, wie lange Streichen dauert, wer sowas schon mal gesehen hat, hier in so einer Folge. Der weiß, das ist nicht mal eben kurz fix gemacht. So, hier sehen wir schon, die Wand muss weg. Das heißt, die Tür kann verkauft werden. Und die Wand muss auch weg. Gut, dann machen wir das mal. Also, wie die Hegelin ja auch rausgefunden hat, hier ist verkauft. Hey, ich will verkaufen. Achso,
Zweimal durch. Okay. Alles klar. Ich habe kein Inventar. Kann ich ja nicht. Was ist das? Liegen und Laminar verlegen. Kann ich jetzt auch. Das ist nicht so. Okay. Schön zu wissen. Hier muss man irgendwo habe ich den nicht viel vergessen? Hier habe ich 614 modifizierte Wände. Ja, ich kümmere mich erstmal um die. Ups. Reiter von Spitze. Ist da irgendwo was drin? Aber was soll das denn sein? Das hier? Okay. Haben wir das auch? Achso, das ist schon weg. So, streiche mit den Farben, ich will. Schläfriges Blau. Wo will ich denn hin? Ich sollte das erstmal kaufen, ne? Nee. Wandschließen, Gegenstand anbringen, montiere Geräte, Minuten, oh nee, das ist der falsche Raum. Ups. Streiche hier. Was meint er denn? Das ist der Regen, der meint. Oh. Kommen wir jetzt auf den Eimer und dann geht er auf. Hoffen, das hat nicht so lange dauern.
Das ist auch nicht schlecht. Dann mal so ein paar. Ja, einfach mal so die Mauer durchstreichen und dann ist das schön. Kann man sich jeden Putz alles sparen. Also wieder Neukau. Naja, viel mehr bezahlt. Bezahlt. Alles was nicht gekostet ist gut. Ich krieg das wieder los. Wo ist hier irgendwas da aufgestanden? Oh Gott.
Oh, wir sprechen dann. Ja, und Geräte und so, das kann man. Wo ist denn jetzt die beste Musik? Wo muss denn hier die Geschichte jetzt noch? Und anfangen. Verstehe ich nicht. Ah, hier. Wie bist du? Ah, jetzt erhältst du Hilfe. So, ich male jetzt hier noch das Zimmer zu Ende. Und dann mache ich ein little cut, aber nur ganz klein. Und dann gibt es natürlich Kreis hier. Können Sie einfach. Und das ist dann cool. Die 3%, die fehlen, sind wahrscheinlich die, das ist wahrscheinlich die Wand, die da ist.
Oder habe ich irgendwo was vergessen? Von außen würde das bestimmt nicht klappen. Das ist die Wand, die ich hier eingerissen habe, aus der Welt. Groberweise mit dem Hammer. Okay. Müssen wir einmal drüber wegsehen. Oder? Natürlich auch einfach so machen, ne? Ah, seht ihr? Ah ja. Ne? War das? Das schau ich nicht auf. Es ist das da. Tschüss, damit. Weiß ich auch nicht. Will er mich ärgern. Doch alles gemacht, was er wollte. Naja, gut. Okay. So, hier im Badezimmer geht es natürlich gleich weiter. Wie gesagt, Fortsetzung folgt. Ich danke trotzdem fürs Zusehen, Leute. Wie gesagt, wie immer, lasst ein Like da, macht ein Abo, gebt Kommentare, seid lieb und nett. Wer Lust und Laune hat und nett ist und sympathisch und sonst irgendwas, kann auch gerne mal ins Stats kommen zu mir und hier Gelinchen. Ansonsten, ich wünsche euch alles Gute, schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht oder sonst was. Und danke fürs Zuschauen. Ciao.